Den Preis des Landes Südtirol für den besten Spielfilm gewinnt Sandra Wollner mit Das unmögliche Bild. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt keiner von meinem Team da ist. Die hatten keine Zeit, alle müssen arbeiten. Danke an die Jury, dass ihr uns ausgewählt habt. Ich bin noch ein bisschen schwindelig von der Zweisprachigkeit, weil ich peinlicherweise kein Wort Italienisch verstehe. Als Österreicherin ist das eigentlich ein Fauxpas. Und tausend Dank. Happy, den Preis der Stiftung Sparkasse für den besten Dokumentarfilm, bekommt Caroline Genreit. Ich freue mich tierisch, das ist mein erster Jurypreis. Ich habe Publikumspreise gewonnen, bisher aber noch nie einen Jurypreis, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Und ich bedanke mich bei dir, Helene, bei dem Festival. Es ist wirklich zauberhaft schön hier. Ich habe heute den ganzen Tag, sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen, weil es so wunderschön ist und ich würde noch gerne länger bleiben. Und dieser Preis macht es jetzt so 110.000 prozentig perfekt, deswegen danke. Danke. Der Euregio Schülerjurypreis Tirol, Südtirol, Trentino geht an. Unser Wahl fällt auf einen Film, der sich in einem hohen Maß an Einfühlsamkeit präsentiert und im gleichen Moment einen Bewusstseinsprozess in Gang setzt, der zum Nachdenken anregt. Ein Film als Plädoyer für ein Leben in Freiheit mit Leidenschaft und authentischen Gefühlen im Gegensatz zu einem Leben, das von Unfreiheit durch Religion und ein starres Familiengefüge geprägt ist. Ein Film, der sich auszeichnet durch eine eindringliche Erzählung, eine glaubwürdige schauspielerische Umsetzung und ein hohes Maß an Identifikation mit den Zwängen und Nöten der Hauptfigur. La nostra scelta premia un film che ci ha particolarmente coinvolti e che allo stesso tempo ha messo in atto un processo di consapevolezza che ci ha fatto riflettere. Un film che si batte per la libertà, la passione e i sentimenti autentici in contrapposizione ad una vita caratterizzata dalle ristrettezze di un'esistenza quasi esclusivamente religiosa e da forti condizionamenti familiari. Un film contraddistinto da una narrazione profonda, da una convincente prova degli attori e da un alto grado di coinvolgimento emotivo con i desideri interiori dei protagonisti. Per questo la scelta della giuria studenti Euregio va al film La ragazza del mondo di Marco Danieli. Das Publikum vergibt den Publikumspreis an Markus Mörth mit Geschwister.